Herzlich willkommen. Ich habe mich ein bisschen gestärkt, habe jetzt mal ein bisschen durchgeatmet. Und nun starten wir hier in die neue Runde. Die müssen, glaube ich, mit einem Hammer irgendwie zerkloppt werden, die Jonnies, ne? Ach du Heilige. Es geht ja wieder super los. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier rumrenne. Boah, fuck! Junge! Junge, 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 aber es sah schon mal gut aus. Scheiß drauf. Das war okay, ne? Der eine hat uns nicht gesehen. Gut, dann speichere ich hier und gehe nochmal zurück. Definitiv gehen wir nochmal schnell zurück. Das bringt uns, glaube ich, noch gar nichts, oder? Ja, wir laufen mal weiter. Wir laufen mal da, wo wir gerade gespeichert haben, einfach mal weiter nach rechts. So, einfach mal hier entlang, oder? Das wird schon irgendwie passen. Mittlerweile überall, wo so Tote liegen, ne? Oh. Immer aufpassen, wollte ich gerade sagen, ne? Die Jonnies sind alle wild. Hahaha. Okay. Wir können ein bisschen aufräumen, ne? Hallo. The door is locked. Okay.
Ist hier irgendwo was, wo wir raus können, runter können? Irgendwas, wo irgendwas geht? Okay, ein bisschen Schaden können wir einstecken. Das passt schon. Ja, aber wo müssen wir jetzt zum Teufel nochmal hin? Ah, vielleicht einfach durchrennen und dann nach links, ne? Ich guck trotzdem mal, was hier so... Okay, hier liegen halt Spells und allem rum, ne? Ja, ach, da sind wir schon voll, oder was? Komm. Diese Wand sah schon so unecht aus, wie es da rumgeklitscht hat. Hier vielleicht irgendwo was? Nee, okay. Na, ich suche halt die Secrets, ne? Ja, komm, zwei Schläge mit dem Hammer schon geil, ne? Also die Hammer sind schon ziemlich cool. So, ich schaue jetzt noch definitiv, was in der anderen Ecke da war. Wo wir das allererste Mal waren. Solange wir halt kein Leben verlieren, ist alles in Ordnung. Ne? Dann können wir auch ruhig mal Fallschaden oder sowas in Kauf nehmen. Ne? Hast du noch was für mich? Na komm. Okay, halt schon gut, ne? Ja, halt schon pornös geil, ne? Okay, wir haben Red Key, alles klar. Ja, logisch, lassen wir das so. Richtig guter Run hier. Das meine ich halt. Das ist halt ein richtig... Das war, glaube ich, sogar... Ja, das ist das hier, glaube ich, gewesen. Ich kenne es nicht mehr auswendig. Wie gesagt, da fehlt mir halt so ein bisschen mein Gedächtnis. Aber ich kann ja schon sagen, das war ein richtig cooles Level. Also ist ja jetzt schon ziemlich cool, ne? Okay, jetzt gehen wir mal hier unten rein, ne? Silver Key haben wir, okay. Ich weiß halt nicht genau, welcher Spell das ist, ne? Wir gehen mal hier lang. Oder sammeln wir das hier hinten noch ein? Ah, ich gehe nochmal kurz zurück. Ah, ne, wir können hier gar nicht mehr lang, ne? Nee, das ist uns verschlossen. Das heißt, ich muss da lang. Okay, ist aber schön, dass das Spiel mir das so offen hält. Oder was heißt offen hält, aber wenigstens mir sagt, hier, halt, stopp, Kollege. Hast du nicht irgendwas anderes zu tun? Der Hammer ist halt schon geil, ne? Okay, perfekt. Wir haben einen neuen Speicherpunkt. Hätten wir uns auch sparen können. Aber wie gesagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder so, ne?
Boah, Junge, Junge, Junge. Ah, das stimmt ja hier gar nichts, ne? Da hat ja überhaupt nichts gestimmt. Kein Timing, gar nichts. Hier auch nicht. Das Einzige, was halt immer so eine kleine Wundertüte ist, ist wirklich, dass wir nicht gesagt kriegen, wie lange unser Hammer noch hält. Das kann halt gleich vorbei sein oder halt nicht, ne? Ja, hier müssen wir noch nicht hin. Super entspannt hier, super entspannt. Einmal hier hoch. Alles klar, hier ist nichts mehr. Nie Angst haben, einfach drauf immer. Ja, hätte man sich sparen können, bin ich ehrlich. Und unser Hammer ist kaputt. So, hier irgendwie so war das, ne? So, ohne Hammer komme ich mir jetzt doch wieder ziemlich dumm vor, ne? Oh, geil. Ja, aber wir haben schon ordentlich von den Jungs hier niedergemetzelt, ne? Die verschonen ziemlich geil. Wir haben schon ein paar Johnnies weggechont. Das muss man ja aber auch fairerweise mal sagen. Oh oh. Ach, warte mal, das war glaube ich so eine Passage, ne? Ja, so war das eigentlich nicht gedacht, nämlich so. Ja, aber also, nee, komm. Also das mache ich noch mal.
Ich meine, wir haben die Chance. Das lief ja schon phänomenal scheiße. Das lief ja schon überhaupt nicht. Ja, guckt euch das an. Das ist doch scheiße. Das läuft nicht so gut. Nee. Komm, wir haben die andere Scheiße auch schon geschafft. Ja, aber so gefällt mir das besser. Okay. Auch eine sehr komische, sehr, sehr komische Situation hier, ne? Hä? Okay, die haben bestimmten Radius. Eieiei. Vor allem, das ist nicht mal schwer hier, die Passage hier, die ist einfach nur nervig. Okay, ich verstehe es noch nicht ganz, warum. Nee, okay. Schade, ich dachte vielleicht, dass wir hier ein Secret kriegen. So ein bisschen lame hier. Geschafft. Danke. Oh, das war jetzt so. Okay, ne? War gut. War machbar alles hier. Okay, Leben verloren. Auf die Pfeile. Achtung, komm. Johnny. Das Labyrinth hier. Oho. Okay, wo sind wir hier eigentlich? This door is locked? Okay.
ist ja nicht schlecht. Also entweder ist die Tür aufgegangen oder der Wagen ist hier weg. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier wird so ein geiler Stuff liegen. Kling, kling. Kling, kling. Aber was ist hier noch? Ist ja auch wichtig. Kling, kling. Kling, kling. Kling, kling. Yeah. Geil. Okay. Was sind das für Pfeile? Grünkling? Grünkling? Kling, kling. Gib mir ein Warhammer, Alter. Health Potion und da hinten auch noch. Ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich geh jetzt mal durch die Tür. Golden Key, oh Scheißdreck. Ja, das war mal so schön, ne? Ja, es kann eigentlich nur noch so zwei, drei Stück kommen, ne? Boss, wir haben alle gekillt. Oh. Sehr schön. Ja, ist ja eigentlich egal, ob wir jetzt links oder rechts gehen. Wir brauchen ja den Golden Key nur. Boah, geil, wir haben alle gekillt. Ah, scheiße, da waren wir schon. Ah. Komm, los. Ja, aber sehr schön, dass wir da alle schon weg haben. Ja, mega geil. Ah, das waren nämlich diese komischen Zeichen, ne? Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Könntest du mich da nicht einfach irgendwie rauslassen?
Mach halt ein Geheimnis draus, ne, wie wir da langlaufen müssen. Ey, wenn du nicht genau auf dem Strich läufst, ne, hast du gelitten. Ich glaube, das Schwerste an dem Level hier sind diese komischen Markierungen. Diese Wege. Dürfen wir jetzt hier lang? Gut, da sind wir schon beim nächsten Speicherpunkt. Oh, geht doch flott hier. Hier sterben wir auch nicht so viel, ne? Moment mal. Jetzt mal nur rein theoretisch. Diese Steinwichte. Kann man die irgendwie besiegen? Die gehen nicht kaputt zu machen, ne? Nur mit diesem Hammer, oder? Okay. Bin ich halt am Überlegen, ne? Ich weiß halt nicht mehr, ob ich da nochmal hinkomme, ne? Ist halt. Es wäre halt wirklich eine Überlegung wert, ne? Wenigstens so, ne? Irgendwie so gefühlt wenigstens so gemacht und uns das Anker holen und gut ist, ne? Wir könnten aber auch nochmal rübergehen und uns das andere holen und gucken, was da rauskommt. Obwohl mich interessiert, bin ich auch ehrlich, ich guck nochmal. Vielleicht kriegen wir das auch besser hin. Es war ja schon mal so nicht schlecht. Also es war ja wirklich so schon mal gar nicht schlecht. Thank you.
so ist es halt noch besser geworden, ne? So haben wir halt 10 Leben mehr, ne? Das andere war ja irgendwie so ein Unsichtbarkeitsding. Irgendwie sowas, ne? Haben wir ja, glaube ich, auch noch, ne? Ich glaube, das ist die 8. So war das, ne? So war das. Und dann hole ich mir nochmal den Unsichtbarkeitszauber, ne? Ganz ehrlich, machen wir das so. Gehe ich jetzt nochmal zurück und hole mir nämlich den Unsichtbarkeitszauber von dem Freak. Ah, dann hätten wir es aber auch anders da machen können, ne? Scheiße. Ah, Mist, Mist, Mist. Ja, dann hätten wir es wirklich. Ja, egal, egal, egal. Ich hab's jetzt überspeichert. Ja, wir hätten uns da voll das Leben holen können, ne? Ja, aber es lief ja so auch okay, ne? Ach, fuck. Wir sind ein kleines bisschen immer... Uns fehlt ja diese Millisekunde, ne? Die kriegen wir irgendwie immer auf die Fresse. Da müssen wir abwarten. Ich will den nämlich haben. Ich will diesen Unsichtbarkeitszauber wieder haben. So, Moment. Ja. Genau, perfekt. Hat keinem weh getan. Wir haben den Unsichtbarkeitszauber. Haben uns da alles geholt. Jetzt muss ich noch mal gucken. Das war's. Der Drone-Ding ist locked. Das war's. Oh, das war's schon, Männers. Das ist ja lame. Ja, dann speichern wir definitiv nochmal. Ja, stellenweise glaube ich, so musst du es spielen, ne? Anders macht es gar keinen Sinn, oder? Nur hier rein, oder? Ja. Starkes Ding. Es ist genau das eingetroffen, was ich nicht wollte. Okay, fuck, 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 fuck. Ja, 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 ja.
fuck. Ja, das ist halt immer die Scheiße, ne, wenn du dann hier noch so ein Ding zu machen musst. Oh. Okay. Passt mal auf. Ne, ich glaube, das war das hier, ne? Oder? Haben wir schon. Ich glaube ja, ne? Okay. Ist es dann schlau? Ich meine, da geht's direkt weiter. Das ist ja so schon mal alles in Ordnung, ne? Gut, ich meine, wir könnten ihn eh nicht anders da besiegen, ne? Genau jetzt den einen, den wir hier. Ach, das ist doch Spiel. Boah, wie machen wir das? Ich will in diesen Thron. Ich guck's mir nochmal an, erstmal. Ich guck nochmal. Ich werde unsichtbar und dann gucke ich mir den nochmal schnell an. Oder geht es auch so schnell, dass wir so schnell an den vorbeirennen? Die interessieren sie doch gefühlt eh alle nicht für uns, oder? Ja, komm. Warum geht er eigentlich nicht auf? Hätte ich ja wieder zurücklaufen müssen? Hey, ich verstehe diesen Thronsaal nicht. Thank you.
Ich verstehe diesen Drohnen. Ist mir jetzt auch egal, bin ich ehrlich. Wir gehen jetzt. Ich will eigentlich wissen, was in dieser Kiste ist. Wir haben schon so viel Stuff. Da wird ja eh wahrscheinlich nicht so krasses Zeugs drin sein. Deswegen komm, scheiß drauf. Hätte ich da noch irgendwas gebraucht, um in den Thronsaal reinzugehen? Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwas, ne? Spiel. Ja, wir machen auf jeden Fall den Schalter, legen wir mal um. Wenn wir das nicht brauchen, ne? Was wir jetzt auch wirklich nicht benötigen. Ist jetzt Quatsch. Ich lege den Schalter um. Für was auch immer. Aber ich bin ehrlich, wenn wir es nicht brauchen, Arsch lecken, dann lassen wir es. Sache. Und echt, dann lassen wir es auch einfach und gehen hier rum. Wir gehen einfach hier hoch. Alter Spiel! Ihr denkt euch auch langsam, öde. Ja, ich mir auch. Ich glaube, wir haben es gar nicht mehr so lang in diesem Level, ne? Ich glaube, es ist gar nicht mehr so viel. Das Invisible, das fällt mir gerade ein, hätten wir auch in der letzten Folge ja nehmen können, ne? Nein! Boah, Junge! Junge! Alter! Das gibt's doch nicht. Da gehst du einen Schritt zu viel und ist genau dieser Pixel, ne? Den du nicht haben darfst. Wir hüpfen jetzt auch, glaube ich, darüber. Ist mir jetzt egal, wenn die Dinger angefahren kommen. Oh, ist doch total dumm. Geschafft. Was macht der jetzt, der Hebel? Ja, komm wieder hoch.
Ohohoho. Können wir da hochfahren? Oder? Nein. Aber das war der Thronsaal, ne? Der. Ah, und weil wir jetzt da drauf gedrückt haben. Siehe da, sind wir im Thronsaal. Haha, perfekt. Oh, geil. Dann hat es doch so geklappt, okay. Hab mich schon gewundert. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Es ist so dumm, ne, von mir. Es ist so dumm. Rechts neben dran war der Weg und was mache ich, Vollidiot? Ich hüpf einfach probiert drüber zu hüpfen und sehe diesen Weg zu spät. Oh. Jetzt fast 3 Stunden dieses Spiel ist halt einfach, glaube ich, am Stück zu viel, ne? Okay. Ja, krass. Wir haben es einfach geschafft. Geht ja wieder super los. Ich wollte eigentlich nur. Ich wollte einfach nur irgendwas zum Speichern. Hallo, zum Speichern was? Oh. Wir schnetzeln halt einfach so die Frauen hier voll nieder, ne? Ist aber auch nicht so die feine englische Art, oder? Heilige Scheiße, Alter, wo bin ich hier?
Schon wieder so das Typische. Was mache ich hier schon wieder? Ich wollte doch nur ganz schnell speichern. Vor allem, ich höre hier die ganze Zeit irgend so ein Speicherding. Aber gefühlt kommt keiner. Oh. Da ist er doch. Oh, wir können das Level beenden und dann würde ich noch ganz kurz mir durchlesen, wie das hier heißt. Haben wir aber ziemlich gut ausgeteilt hier, ne? Okay, Pit 1. Pit, ne, heißt es, glaube ich. Oh, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ich bin für heute K.O. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns im nächsten Level. Bis dahin, macht's gut.